Hallo ihr und herzlich willkommen zu einem neuen Skywars-Video auf meinem Kanal. Was ich am Anfang noch sagen wollte, wundert euch nicht über meinen Skin. Ich weiß, der sieht sehr schön aus. Und ich habe den Skin nur reingemacht, weil ich das folgende in Hypixel Skyblock machen wollte. Sieht doch sehr lustig aus, oder? Aber auf jeden Fall spiele ich heute mit dem Feuerwehrmann-Kit, weil ja beim letzten Mal das MLG-Kit dran war. Und dieses Kit startet mit einem Goldhelm mit Feuerschutz 4 und Haltbarkeit 10, einer Diamant-Axt mit Effizienz 10 und Haltbarkeit 10, 64 roten Blöcken, 64 Eisenholzbrettern, 32 Leitern, 2 Wassereimer, ein Tintenfisch-Spawn-Ei und ein Trank der Feuerresistenz, der 3 Minuten andauert. Und die heutige Challenge wird sein, dass ich jetzt zum Beispiel hier die Jump-Taste auf Semikolon stelle. Das ist Ü. Und ja, die heutige Challenge besagt, dass ich nicht springen darf, sondern ich darf nur die Leitern, die ich hier gerade habe, nur benutzen, um mich halt irgendwo hochzubauen. Die Challenge kann ich mir eigentlich auch wieder mal etwas schwieriger vorstellen, weshalb es wieder sein kann, dass ich dann halt richtig wenig gegen Leute kämpfen werde. Mal gucken, wie es so ablaufen wird. So, am besten nochmal ein paar Leitern machen. Ach Gott, ich kann nicht craften. Hallo, hallo, dankeschön. Da kommt auch schon der erste Gegner. Oh nein, da ist irgendeiner. Hallo, ich kann nicht springen. Okay, einer ist auf jeden Fall runtergefallen. Der andere kommt gerade. Und der ist tot. GG. Hallo. Oh Gott, was gibt der für Hits? Jo, genau. Boah, das ist so komisch, dass man nicht springen kann. Moin, nehme das auf. Ist das okay? Ja. Und hier ist natürlich auch schon der erste Gegner. Das ist natürlich auch wieder mal richtig schlecht. Hello. Ich kann nicht springen. Oh, schade. Ja, dann lasse ich den da gerade einfach mal kurz verweilen. Habe ich nichts zu essen bekommen? Ach nee, jetzt ist es auch noch eine Nicht-Essen-Challenge geworden, oder was? Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Oder auch nicht. Ich nehme lieber ein Steinschwert. Stirb, stirb, stirb. Oh, der hängt fest. Ja, ich konnte ihn eh nicht bekommen, weil ich nur 6 Herzen hatte. Guckt euch mal meine Rüstung an. Ich glaube nicht, dass die so gut ist. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Oh, schade. Was stellt der jetzt an? Ja, der kommt. Wo ist der? Oh, ich hab ihn. Nee, doch nicht. Oh, ich hab kein Schwert. Mach ich gerade mal Wasser und mach. Oh, Mann, wieso treiben die denn immer runter? Warum kann ich die da nicht hitten? Das ist zwar eigentlich jetzt sowas von ultra dumm, dass ich mich zu dem baue, aber man kann es ja mal versuchen. Okay, hier ist Sand. Oh, der ist hinter mir. Ja, okay, das wird auf keinen Fall irgendetwas. Oh Gott. Hallo. Ah, jetzt geht er da natürlich hoch. Oh, er kommt wieder. Mach TNT. Oh, schade. Ja, okay, das wird jetzt auf keinen Fall was. Oh Gott, wie viel Schaden macht der? Oh Mann, oh. Ihr müsst jetzt in die Kommentare schreiben, wie viele Runden ich ab dieser Runde noch brauchen werde, um die Challenge zu schaffen. Naja, ich baue mich mal kurz zum ersten Typen hin. Ah, ich kann den vielleicht runtersplieven. Das wäre doch auch eine gute Idee. Oder ich gehe einfach auf den drauf. Das ist auch eine Idee. Okay, der hat natürlich wieder gute Rüstung. Oh. Ja, einer sagt, dass mein Skin cool ist. Und auf GOM ist ja in letzter Zeit wieder dieser komische Adventskalender. Also jetzt sind eh alle Leute nur auf diese komischen Challenges aus. Dann kann vielleicht die Chance höher sein, eine Runde zu gewinnen, weil die alle dann abhauen, wenn die Challenge geschafft haben. Ich weiß es nicht so ganz. Achso, der ist in der Höhle. Okay, oh nein, der hat sich zugebaut. Dann mache ich es mal ganz einfach und gehe von hier drauf. Und ich wusste nicht, wo der war. Ich müsste aber bessere Sachen als der haben. Okay, hab ihn bekommen. Damit hätte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, weil der mich am Anfang besser hitten konnte, weil ich nicht wusste, wo der war. Vor allem, ich habe jetzt einfach einen Jump-Boost-Trank und das passt ja richtig gut zur Challenge, dass ich nicht springen darf. Macht der einen TNT-Boost? Ja, der macht einen TNT-Boost. Hat der... Oh, nee. Oh, nee, beide haben sogar Battleline-Client. Mal gucken, wie es ablaufen wird. Da bin ich jetzt mal gespannt. Mach den. Hallo, mach den doch jetzt. Hallo, guck nach hinten. Ja, er hat mich gesehen. So, jetzt komm bitte her. Bitte flieg runter, flieg runter, flieg runter. Flieg runter, flieg runter. Nein, der hat's geschafft. Mach ja am besten schon mal eine Mini-Arena. Der hat mich mit Weakness abgeworfen. Hat der Suppen? Am besten nochmal 2 Heilungstränke werfen, weil Angst und so. Hallo, jetzt stirb! Stirb doch!
Warum muss das immer so anstrengend sein? Kannst du mir das bitte verraten? Jetzt kann ich mich mal wenigstens hier in der Runde nicht beschweren, dass ich schlechte Ausrüstung habe. Wenn man sich mal die Rüstungsbalken von mir betrachtet, dann sieht das schon mal ganz schön aus. Natürlich ist hier wieder irgendwo ein Spielet, pero no lo sé dónde está el jugador. Ist das richtige Spanisch gewesen? Ja, meine PvP-Skills sind halt mal wieder on point. GG auf jeden Fall an dich. Ich hab den nur bekommen, weil der abgehauen ist. Also finde ich auf jeden Fall sehr sympathisch von ihnen. Und was auch noch sehr gut ist, ich bin im Finale. D-Punkt, H-Punkt. Ich gehe gleich in die Mitte und dann werde ich den auf jeden Fall zu 1000% bekommen. Das Problem ist, er ist Full Diamond. Und Full Dia ist halt immer etwas problematisch, vor allem wenn der auch noch Dings hat. Ja, jetzt habe ich mein Schwert hier reingeschmissen. Oh Gott. Ja, wow. Das war auch gerade einer meiner besten Kämpfe, die ich jemals in Skywars hatte. Einfach mein Schwert in die Kiste reinlegen, als ich supen wollte. Hier ist schon wieder der erste Steve-Skin. Der frisst sogar einen Goldapfel. Und der hat natürlich wieder OP-Equipment. Und der hat natürlich wieder... So, perfekto. Mal gucken, wie es jetzt so laufen wird, weil meine Rüstung eigentlich ganz okay ist. Hat zwar auch wieder ein bisschen Bedarf an Verbesserung, aber wenigstens habe ich hier etwas. Was jetzt am schlausten wäre, wäre, wenn ich jetzt am besten drauf gehe, weil dann kann es vielleicht sein, dass der wenig Herzen hat. Nein, ich muss auf jeden Fall auf meine Insel zurück. Oh nein, jetzt habe ich auch noch einen Hungerbalken verloren. Bitte, ich habe Heilungstränke. Gut. Der hängt jetzt zum Glück schon mal fest. Ja, dann hätte ich den einfach von hier unten. Ja, ich hab's geschafft! Jetzt hat's geklappt! Bin ich jetzt für immer hier drin? Ja, ich kann jetzt für immer die Lobby hier erkunden. Ich werde nicht rausgekickt. Hä? Warum? Gomme. Okay. Timed out. Okay. Irgendwas ist wohl schief gelaufen. Auf jeden Fall war es das jetzt auch schon mit der Challenge. Ist jetzt halt ein bisschen doof gewesen, dass ich halt am Ende so ein bisschen gecampt habe, gute Rüstung erfarmt habe und dann auf den letzten Gegner gehofft habe, dass der nicht so gut ist. Aber wenigstens hatte ich dann in der Runde so ein paar Einschränkungen, dass ich mich halt mit Leitern hochbauen musste. Aber wie finde ich denn jetzt überhaupt das Feuerwehrmann-Kit? Also, das Feuerwehrmann-Kit ist für mich, wie ich jetzt schon wieder sehr häufig gesagt habe, ein Fun-Kit, womit man jetzt eigentlich nicht so spielen sollte, wenn man jetzt auf Stats schwitzen will. Also wenn man jetzt irgendwie so eine 20er KD kriegen möchte, dann ist das Kit nicht dafür gemacht. Der Feuerresistenztrank ist eigentlich ganz gut, aber es gibt halt nicht so viele Spieler, die mit Lava spielen. Und wenn doch, kann man sich halt ultra schnell löschen. Weshalb ich das Kit wahrscheinlich so auf schlecht bis sogar sehr schlecht einstufen würde. Aber ja, das war es dann jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich wie immer sehr freuen. Und ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und tschüssi!